Servus, grüßt euch. Ich habe von einem Kollegen, vom Bojan Francic, eine IFC-Datei aus Skia erhalten. Also direkt aus Skia, nichts in Alpler modelliert. Und wir wollen daraus eine schnelle Mengenermittlung machen. Wir wollen wissen, wie schwer ist denn der Stahlbau. Das war die Herausforderung. Das ist der Müller Michael von MBK, ein ehemaliger Kollege von mir. Ein kompletter BIM-Enthusiast, also der... Also ich sag mal, 90% aller seiner Projekte sind mit Open BIM abgewickelt. Es sind wirklich nur Kleins, also wenn überhaupt, also ich, nicht, dass ich jetzt da was Falsches sage, aber ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist ein empfehlenswertes Tragwerksplanerbüro aus Nagold. Und ja, checkt es den auf jeden Fall aus. Und von denen habe ich jetzt auch dieses Skia-Projekt erhalten. Und das zeige ich euch mal kurz. In Alplan 24 habe ich das Ganze eingelesen. Das Einzige, was ich jetzt noch geändert habe zusätzlich, ist, dass ich mir oben die Träger rot eingefärbt hatte, weil ich das nachprüfen wollte, ob meine Mengenermittlung einigermaßen stimmt mit dem, was wir ausgerechnet haben. Also gut. Also das ist das komplette Skia-Modell. Nichts in Alplan modelliert. Natürlich könntet ihr theoretisch noch zusätzlich oder auch in Alplan was modellieren und das in meinem Report rausziehen oder ermitteln. Das war aber jetzt nicht die Aufgabenstellung. Wir wollten aus Skia direkt einfach eine Mengenermittlung haben. Und damit wir wissen, wie schwer wird denn der Stahl werden, müssen wir jetzt erstmal tätig werden und den Stahlbeton oder alle Restmaterialien ausblenden. Das machen wir am besten über die Objektpalette. Dort gehen wir gleich auf das Material ein und hier blenden wir einfach mit dem Auge hier den Stahlbeton aus. Dann erzeugen wir eine Mengenermittlung. Ich habe hierzu einen Report namens Mengenermittlung gemacht und sage, okay, jetzt nicht auf alles oder Doppelrechtsklick machen, sonst werden auch unsichtbare Bauteile mitgeliefert. Jetzt muss ich kurz auf Pause drücken. So, also dann machen wir das Ganze. Am besten einfach auf Fenster, ein Fenster gehen, dann haben wir einen Grundriss. Und wir machen jetzt ein blaues Fenster von links oben nach rechts unten und ziehen das über das Ganze drüber. Jetzt werden alle unsichtbaren Bauteile ausgeschaltet, aber es wird alles ermittelt. Es ist egal, ob es eine Linie, Strich oder sonst irgendwas ist. Und jetzt haben wir hier auch den Teilbildnamen. Ich habe es einfach hier in mein Teilbild Ebene 1 reingesetzt, aber der Kollege hat das dann wirklich schön aufgeteilt noch in Teilbilder. Also das ist alles möglich. Material wurde hier angegeben, die Bezeichnung. Und hier haben wir das Objekt, der Menge, in dem Fall Mengenkörper, aber es sind auch Unterzüge und Stützen dabei. Dann kann man ein bisschen so grob nachchecken, ob das alles so passt, wie man es eingebaut hat. Und es fehlt hier noch die Wichte. Hier haben wir noch irgendeine Bezugsebene, die hätte ich vielleicht auch noch ausblenden sollen. Das soll aber jetzt für dieses Beispiel unrelevant sein. Ich kann jetzt hier die Wichte eingeben. Und wenn ich hier schon auf Wichte klicke, dann wird hier schon angegeben, wie ich es eingeben muss. Denn in Kilo pro Kubikmeter. Für Stahl sind das ungefähr 7850. Einmal mit Enter bestätigen. Und jedes Bauteil bekommt jetzt diese Wichte drangeschrieben. Jedes. Und dann kommt auch gleich der Wert in Kilo raus, hier hinten. Und ich kann aber das Ganze auch in Tonnen angeben. Aber wenn ich es in Tonnen angebe, wird es nicht hier rausgegeben, hier bleibt es bei Kilogramm, sondern im Endergebnis, wenn ich auf die letzte Seite hier scrolle, sehe ich hier 248 Tonnen. Jetzt stelle ich wieder auf Kilogramm zurück und dann wird das Ganze auf der sechsten Seite hier in 248.025 Kilogramm ausgewertet. Jetzt brauche ich noch einen Zuschlag, denn ich habe vielleicht noch Kopf- oder Fußplatten und Schrauben und Schweißnaht. Und das könnte auch ein paar Prozentchen ausmachen, je nachdem, wie viel man vielleicht noch zugeben möchte. Ich sage jetzt einfach mal 1,5%. Oh, hoppala, 1,5. Und jetzt habe ich am Schluss noch 1,5% hinzugegeben. Sehe ich hier, in Kilogramm sind das dann 3.720 Kilo. Und das ist dann das Gesamtgewicht 251.000. Und wenn ich sage, oh, ich möchte es lieber in Tonnen haben, dann habe ich das in Tonnen. Ja. Jetzt können wir das Ganze noch, jetzt kann ich das Ganze natürlich noch exportieren auf Excel, Alpern, PDF und Word. 252 Tonnen, gehen wir in Kilo nochmal aus. Also hier gerundet dann in Tonnen und hier wird es genauer angegeben. Ne? So, jetzt wollt ihr natürlich diesen Report vielleicht haben und selbst nutzen und ausprobieren.
Und das könnt ihr auch, denn den stelle ich euch kostenfrei zur Verfügung. Dazu geht ihr auf meine Homepage subgrid.de oder Allplan-Einbauteile. www.allplan-einbauteile.de. Dann kommt ihr auf die subgrid.de, also Subgrid-Seite. Dort könnt ihr entweder hier auf jetzt downloaden wegklicken, das ist wahrscheinlich das einfachste. Und dort könnt ihr unter Reports einfach den Report Mengenermittlung herunterladen. Allerdings gegen eine kleine Bezahlung. Die Bezahlung sind nur eure Daten, das heißt, mehr brauche ich nicht absenden. Und jetzt könnt ihr jegliche Einbauteile, Add-ons, Python-Parts, Sub-Parts herunterladen. Und genau, dann habt ihr hier die Mengenermittlung. Und mit dieser Mengenermittlung könnt ihr jetzt genauso die Stahlmassen herauslassen oder die Stahlmassen in dem Fall und wünsche euch damit viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.